Vielen Dank, Frau Präsidentin, vielen Dank, liebe Kollegen, liebe Gäste. Nach über zwei Jahrzehnten rot-roter Regentschaft im Land, Entschuldigung, nach einiger Zeit roter Regentschaft im Land Brandenburg häufen sich offensichtlich die, das sind die Albträume, die einen so plagen, häufen sich die offensichtlich gewordenen notwendigen Korrekturen mit jedem Jahr. Leider flächendeckend mit am größten ist das Problem der Altanschließer. Trotz eindrücklicher Warnungen von Experten wurde das Kommunalabgabegesetz so wie im Entwurf umgesetzt. Also das Problem kam, wie es schon angesprochen wurde, ja nicht völlig überraschend. Die Quittung liegt vor, über 100.000 Betroffene, ein Schadensfall von deutlich über 400 Millionen Euro. Jenseits von juristischer Wortklauberei und dem Verantwortungspingpong, den wir hier immer erleben oder oft, ist auch schlimm der Vertrauensverlust in die Politik und in den Gesetzgeber. Die Bürger haben das Gefühl, dass die da oben machen, was sie wollen. Es wirkt nicht transparent und es entsteht zumindest das Gefühl, dass um das Kernthema herumlaviert wird. Die Landesregierung scheint die Probleme nicht zu sehen oder bestreitet ihre Verantwortung dahingehend, dass man eben die Altanschließerproblematik zu den Abwasserzweckverbänden schiebt. Im römischen Recht galt der Grundsatz, dass man nicht nachträglich für etwas belangt werden kann. Ja, das mag Ihnen mühselig erscheinen, aber das ändert ja nichts an der Tatsache. Wofür es noch kein Gesetz gab. Dieser Vertrauensschutz wurde gebrochen. Über Jahre wurden nachträglich Forderungen erhoben. Erst das Bundesverfassungsgericht hat die Landespolitik aufgeweckt. Und das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat für Sie, liebe Vertreter der Landesregierung, herausgestellt, dass die damals eingebrachte Änderung in das Kommunalabgabengesetz, das ominöse Wörtchen, wie immer es nun auch formuliert wurde, diesen Rechtsgrundsatz nachträglich in dieser Form belangt zu werden, verneinte. Mit den dadurch möglich gemachten Bescheiden haben Sie neben allen juristischen Aspekten auch soziale und politische Spannungen hervorgerufen, Unmut bei den Bürgern geschürt und Vertrauensverlust in die Gesetzgebung bewirkt. Ich kann persönlich nachvollziehen, wenn Innenminister Schröter Bedenkzeit einfordert, wie dies die Landesregierung seit Wochen macht, um Informationen und Berechnungen einzuholen und anzustellen, damit schlussendlich vielleicht nicht noch mehr Vertrauen verloren geht. Doch jeden Tag aufs Neue wird von Ihnen, Herr Minister, verkündet, so schnell geht's halt nicht. Gutachten müssen vollzogen werden und überhaupt wird nochmals von der Landesregierung betont, die, die ihre Bescheide akzeptiert hätten und einfach gezahlt haben, die könnten auch nicht so einfach erwarten, Geld zurückzubekommen. Jene, welche noch Vertrauen in die Politik, vielleicht auch keine Lust auf Rechtsstreitigkeiten hatten, die können nun also partout nicht mit Berücksichtigung rechnen. Das Signal ist fatal. Ein Aspekt, der seit einigen Jahren Staatsdoktrin zu sein scheint, kommt bei der Sache auch massiv unter die Räder, der Gleichbehandlungsgrundsatz oder im mindesten Maße das Gefühl der Bürger, dass dieser so vollzogen wird. Herr Minister Schröter sollte den Bürgern erklären, warum manche betroffene Altanschließer bereits Beträge zurückerhalten haben, während viele Bürger vertröstet werden. Liegt es daran, dass Lobbyaspekte eine Rolle spielen? Wir haben das ja in einigen konkreten Fällen schon angesprochen, dass sie eventuell etwas gleicher sind als gleich. Bei der Gelegenheit erklären Sie, was hat das Ministerium unmittelbar nach Bekanntwerden des Urteils gemacht? Die Abwasserzweckverbände haben schnell reagiert, haben sich sofort zu einer Krisensitzung getroffen, um sich einen ersten Eindruck über die Ausmaße zu verschaffen. Diese Erklärungen mögen auch nicht gänzlich helfen, denn Fakt ist, es ist zu wenig passiert von Seiten des Landes. Wir unterstützen den vorliegenden Antrag ausdrücklich und fordern auch die Regierungskoalition auf, da den Weg freizumachen, indem sie zustimmen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.